Gehe jetzt erstmal duschen und mich frisch machen und dann setze ich mich ran, importiere die Files von gestern nochmal aufs MacBook als zweite Sicherung. Dann muss ich die Files sortieren, damit ich sehe, was ich für Vlog nehme. Dann muss ich wahrscheinlich zur Arbeit, also Vlog veröffentlichen heute, werde ich nicht schaffen. Naja, gut. So, erstmal die Kamera zum Vloggen wieder hergerichtet. Also, musste ja irgendwie alles umbauen, Kameraplatten und Stative und so. Hatte ich ja gestern alles ein bisschen anders. Tag! Heute ist Freitag, der 19.02.2016 und ich brauche Kaffee. Boah, so hat irgendwie den ganzen Vormittag gebraucht. Also, den ganzen Vormittag, ich bin ja nur spät aufgestanden. Aber es hat jetzt natürlich lange gebraucht, die ganzen Files zu importieren und so und zu ordnen. Und jetzt muss ich mich beeilen, jetzt muss ich schon wieder zur Arbeit. Und es fühlt sich komisch an, zu wissen, dass man kein Video veröffentlicht hat. Glücklicherweise weiß ich, dass ich wieder aufgenommen habe und das nur noch bearbeiten muss. Aber würde ich einen Tag aussetzen, aus welchen Gründen auch immer, also nichts aufnehmen, nichts veröffentlichen, würde sich das sehr merkwürdig anfühlen, glaube ich. Man gewöhnt sich schnell daran. Auch wenn es irgendwie immer Arbeit bedeutet und ein bisschen Hektik oder so, aber man gewöhnt sich doch schnell dran. Ne? Naja, jetzt muss ich, wie gesagt, zur Arbeit. Schauen, was noch passiert. Die Schiebetür vom Edeka ging gerade so langsam auf, dass ich gegengerannt bin. Das erwartet man doch nicht, dass eine Schiebetür langsam aufgeht. Also, und ich war ja nun schon öfter im Edeka, man kennt die Schiebetüren ja. Also rennt man drauf zu und geht rein, aber wenn die plötzlich langsamer aufgeht, dann rennt man volle Kanne gegen. Und Scheiß. Ans Video von vorgestern und ans Video von gestern. Nee. Seht ihr, das ist total scheiße, wenn ich daran daher hänge. Weil ich. Nee, ans Video von gestern und ans Video von heute. So, genau. Das ist total scheiße, wenn ich hinterher hänge. Weil ich den selber nicht durchsehe. Vor allem ist es auch doof, wenn man das Video, so wie, also wie bei mir jetzt, das Video von gestern wirklich noch nicht mal geschnitten hat oder noch nicht mal angeschaut hat, jetzt weiß ich gar nicht, was ich zum Beispiel schon erzählt habe oder noch nicht erzählt habe, was ich heute im Video aber noch erzählen könnte. Deswegen sage ich dazu jetzt erstmal noch nichts, bevor ich irgendwie alles doppelt erzähle und dann irgendwie, naja, das ist dann irgendwie auch doof. Ja, also ich muss das Video von gestern schneiden und das Video von heute. Und natürlich das Video von der Party. Das ist viel zu tun. Ich muss sehen, dass ich so schnell wie möglich wieder auf dem Laufenden bin bei den Vlogs. Weil am 28. nehme ich Folge 200 auf. Und da will ich auf alle Fälle auf dem Laufenden sein, habe ich mir jetzt so als Ziel gesetzt, spätestens. Ja, und das Video von der Party ist natürlich wichtig am 31. März, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Müsste auch ein Donnerstag sein. Früher hatte ich immer einen Kalender zu hängen. Seitdem man Smartphones hat, hat man das auch nicht mehr. Naja, also am 31. März müsste die nächste Party sein.
Vorher sollte das Video auf alle Fälle fertig sein. Aber das ist schaffbar, wenn, Achtung, ich zum Beispiel jetzt kommende Woche nicht auch wieder nur einen Tag frei hätte. Und zwar am 28. Da habe ich mir frei gewünscht, weil das Folge 200 ist. Und ich noch nichts Großartiges geplant habe. Außer, dass es bis jetzt so aussieht, als wäre ich in der Uckermark am 28. Weil Cookie muss ich ja auch wiederholen. Und ich habe mir den 28. und den 29. frei gewünscht. Weil am 28. wie gesagt die 200 ansteht. Und am 29. möchte ich sie schneiden und veröffentlichen, damit das alles irgendwie auf dem Laufenden ist. Bis dahin sollte ich also auf alle Fälle mit den Vlogs wieder auf dem Laufenden sein. Und ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich den 27. noch frei habe davor. Das wäre schön gewesen, aber ein Tag die Woche reicht ja auch. Das ist ja erst die vierte Woche dann jetzt. Und als wenn das irgendwie alles noch nicht genug wäre, hatte ich eine, gestern auf der Party schon eine relativ bekloppte Idee, die mir eigentlich nur noch mehr Arbeit macht. Ich habe von einigen Personen auf der Party ziemlich viel Videomaterial, weil stellenweise waren sie die ersten auf der Tanzfläche oder die einzigen auf der Tanzfläche oder einfach die am coolsten getanzt haben oder so. Und ich habe mir überlegt, dass ich von einzelnen Personen vielleicht ein paar Zusammenschnitte nochmal mache, so eine Minute oder so, also nichts Großartiges, nichts großartig Langes. Und die habe ich dann heute mit dem Veranstalter auch schon gequatscht, die dann vielleicht auch auf der Facebook-Seite von der Veranstaltung schon mal gepostet werden als kleine Teaser für das Hauptvideo, das dann später kommt. Trotzdem muss natürlich alles gleichzeitig oder alles fertig sein, wenn es soweit ist. Und natürlich schon als zusätzliche Promotion für die nächste Veranstaltung. Video zieht einfach. Und wenn man alle paar Tage mal ein Video postet von der Veranstaltung gestern mit jemandem bestimmten im Video und dann sagt hier und jetzt dann und dann kommt das ganze Video oder wie auch immer und dann zusätzlich noch sagen kann und dann ist die nächste Veranstaltung, sollte das eigentlich ganz gut Promotion machen auf Facebook. Wie gesagt, ich habe von einigen, ich muss die Kamera erstmal hinstellen, Moment, die war mir eben einfach zu schwer und sehr Quatsch, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, die Kamera irgendwie so vor mir zu halten. Ich bin ja nun, wie gesagt, da mit der Kamera gestern rumgerannt und ich hatte mein Mikro auf der Kamera. Also hier das dicke Puschel-Mikro mit der toten Katze, das VideoMic Pro von Rode. Und Link unten in der Beschreibung zu Amazon. Lohnt sich. Ist ein super Mikrofon, kann ich nur empfehlen. Und ich habe das halt drauf gehabt und obwohl es gar nicht so wichtig war, da andere Musik oder selbst Musik von den DJs da irgendwie gemixt wird für das Video. Aber ich habe es trotzdem drauf gehabt und habe es angehabt. Und da ich ja auch wusste, dass ich vielleicht fürs Vlog ein paar Schnipsel benutzen werde, mal schauen. Und außerdem wollte ich das auch zu sehen, dass ich Video mache. Sonst stehen die Leute irgendwann alle vor der Kamera, was gestern dann auch passiert ist, und machen. Und dann machen sie so ein Video und naja, ihr wisst schon, was ich meine. Trotzdem wurde ich ein paar Mal angesprochen, ob ich nicht ein Foto machen könnte. Und ich habe gesagt, ja, ich bin eigentlich zum Video machen hier, aber klar mache ich auch Fotos von euch. Also so Partyfotograf erscheint mir ziemlich leicht zu sein, easy zu sein, weil die Leute halt kommen. Aber ich möchte es trotzdem nicht machen. So, und da ich ja nur die Idee hatte mit den einzelnen Videos und ich ja auch nur ein paar Fotos gemacht habe, weil Leute das wollten,
habe ich ziemlich viele Visitenkarten von mir verteilt und habe gesagt, ja, schreibt mich an, ich schicke euch die Bilder oder ich mache einzelne Videos, schreibt mich mal an und dann kann ich dir sagen, wenn das Video fertig ist und oder veröffentlicht ist oder dass du dann Bescheid weißt. Und jedenfalls ist auf der Visitenkarte meine Mario Thiel EU-Seite verlinkt, klar, auf Papier verlinkt, raufgedruckt. Und die war die letzte Zeit nicht online, weil ich die umbauen wollte. Und ja, beim Wollten blieb es aber, weil ich nicht dazu kam und anderes vorhatte und es irgendwie immer so ein bisschen von mir hergeschoben habe. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, schön, verteilt es ja auf den Visitenkarten. Aber die Seite ist gar nicht online. Und dann habe ich die heute Vormittag noch bevor ich zur Arbeit musste. Erstmal wieder online geschaltet und ein paar Sachen schnell noch umgebaut und anders gemacht, sodass jetzt eine vorläufige Seite erstmal wieder zu sehen ist. Ja, so. Mehr habe ich jetzt nicht zu erzählen. Auch dieses Video war noch ein bisschen mau, aber es lag, wie gesagt, gestern habe ich da gefilmt, konnte ich also gar nicht so viel fürs Vlog aufnehmen und ja, heute ein bisschen länger geschlafen, dann zur Arbeit und so. Also ein ziemlich langweiliges Quatschvideo jetzt. Obwohl ich hoffe nicht so langweilig, sondern war schon ein bisschen interessant für euch. Und ja, schaut einfach mal auf meine Mario Thiel EU-Seite und einen Kommentar könnt ihr da nicht hinterlassen, aber ja, was ihr darüber denkt oder so, könnt ihr ja auch in dieses Kontaktformular schreiben und mir schicken. Würde ich mich auch freuen, weil dafür sind Kontaktformulare da. So, und jetzt muss ich mich ans Videoschneiden setzen. Also, auf geht's. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns morgen, also in dem Fall wahrscheinlich. Naja, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss.